Jo, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Andi von Collect & Trade hier und heute haben wir mal wieder was Besonderes. Die Kickstarter-Kampagne lief eigentlich, ist schon zu Ende jetzt mittlerweile. Und ich habe diese Pre-Debüt-Packs bekommen von Oshiplush. Ja, das sind, ist ein Trading-Card-Game, was jetzt demnächst dann irgendwann rauskommt. Das ist im Laufe des Jahres, glaube ich, noch. Können wir gleich mal reinschnuppern in die Kickstarter-Kampagne. Da kann ich mal so ein paar Sachen noch erzählen. Und zwar haben wir hier ein VTuber-Trading-Card-Game. VTuber, falls ihr nicht wisst, was das sind YouTuber, die sich quasi, die virtuell sind. Einfach virtuelle Charaktere, die, ja, manchmal stecken da Menschen hinter, die reden tatsächlich, haben nur einen Avatar, der sich bewegt, so zu denen. Oder es gibt halt auch komplett virtuelle. Ja, da ist selbst die Stimme alles, einfach alles geskriptet. Ne? Und ja, dann halt abgespielt. So, gucken wir aber mal eben kurz auf Kickstarter rein. Oshiplush, ja, ist finanziert worden, 468.348 Euro gesammelt von 46.400 irgendwas gequetschte, die gebraucht wurden, und zwar von 2.101 Unterstützern, ja. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, guckt gerne rein, das ist das Ganze, ne, könnt ihr gerne abchecken, die Prü-Debüt-Packs, das sind die, die wir jetzt hier haben. Ja, da gucken wir mal rein und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir gucken aber auf jeden Fall heute mal uns die Karten an. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen dunkel. Ich muss mal das Licht vielleicht ein bisschen anders hinstellen hier, so dass es vor meiner Hand auch ein bisschen mehr beleuchtet ist. So, ist es besser? Ich mag diesen Schattenwurf nicht so gern. So. Na, so vielleicht. Naja, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall haben wir hier die Packs, ja. Ich glaube, 8 Stück müssten es sein, wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, die wir heute hier öffnen. Contains eine von 14 Typen plus 28 Type Parallel. Ja, 2024 ist also jeweils eine Karte, soweit ich weiß, drin. Eine Random Prädebütkarte, genau. Okay. Booster Packs vary by product. Each player must have 40 Card Stacks. Genau, bla bla bla. Alles klar. Oshiplush könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr das Ganze wollt. So, gucken wir aber mal rein, wie die Karten aussehen. Sind die dick? Haben die irgendwie eine besondere, ja, Struktur in sich drinne, oder sind das ganz normale flache Karten, die einfach mit VTuber-Designs, also es gibt ein paar ausgewählte VTuber, das ist das erste Mal, dass sie sowas wohl versuchen. Hier haben wir nochmal Get Your Debüt-Packs on Kickstarter. Also das sind die Dinger, die schon vorher jetzt fertig waren, bevor die Kickstarter-Kampagne geendet ist, ja. Wenn euch das Ganze interessiert, guckt es euch an. Hier haben wir nochmal Akiko. Japanime Games has VTuber-Maskottchen. Alles klar. So, unsere erste Karte. Upgrade. Ja. Tenma Miami. Prädebüt. 30 MA. Clash Reward. Draw 2 cards. While you have 5 or more cards in your hand. Tenma gains plus 4. Blaue Sternchen. Discard 1. Gain. Von diesen 6 hier oben. Also wie die Karten aufgebaut sind, weiß ich jetzt gar nicht genau. Oshiplush. Die scheinen auf jeden Fall sehr flach zu sein. Relativ dünn. Zumindest die Pre-Debüt-Card. Man kann sie so relativ einfach biegen. Ist eine interessante Sache. Mich würde interessieren, ob es da auch holographische Karten gibt. Haben wir holographische Karten, die Chance auf eine holographische Karte hier drin? Was sind diese Parallel-Cards? Ja, lass uns einfach mal weiter reingucken, was wir hier drin so haben. Dafür habe ich es ja bekommen, um mit euch gemeinsam reinzuschauen. So, nächste Karte sieht nach einer etwas, ja, mehr nach so Full-Art aus. Kann man das so sagen? Pre-Debüt Hakushika Lori, Persona, eine Persona-Card, okay. Cool aus. Also für so Anime-Fans könnte ich mir vorstellen, ist das was, ne? Ich mag auch Animes, gar keine Frage. Bin jetzt aber nicht der größte Verfechter von Animes. Ich gucke sehr gerne mal bestimmte ausgewählte Sachen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche, jeden Tag sowas suchte. Ja. VTuber habe ich selber auch noch nicht so wirklich was mit am Hut. Also hat mich bis jetzt noch nicht so gepackt. Und die nächste Karte, die wir hier drin haben, ein Upgrade Nummer 6. Hakushika Lori. Ah, das ist doch die hier. Die Upgrade-Karte für diese Karte gleich mit am Start. Interessant. Wie findet ihr die Artworks? Ist das wohl alles wirklich gezeichnet oder ist das mit AI generiert? Was denkt ihr?
auch eine Prädubikate, alles Prädubikaten hier, ganz klare Sache. So, wir haben zwei Upgrade-Karten und eine Persona-Card. Nennt sich das ja hier. So, nächstes Pack. Und ich glaube, es macht doch keinen Sinn, die zu verlosen. Hallöchen, Erinko Ashelia. Hallo. Nächste Persona-Card. The first time you play a content card, each turn. Okay, also die kriegt diese blauen Sternchen immer, wenn man eine Content Card played. Interessant. Also zwei Personas haben wir hier gezogen schon. Interesting, interesting. Lapp. Nächstes. Ich glaube, ich könnte sogar Sinn machen, die hier. Noch eine Upgrade-Karte. Für sie. Wieder passend. Direkt hintereinander gezogen. Ob die wohl so gepackt wurden, geprintet wurden, I don't know. Wirkt auf jeden Fall so. So. Dieses Video werde ich auch wahrscheinlich in mehreren Sprachen rausbringen. Also falls ihr Deutsch nicht beherrscht, guckt gerne in die anderen Videos auch noch rein. Ich weiß nicht, ob man mit diesen QR-Karten oder so irgendwas anfangen kann mit denen hier. Upgrade-Karte. Piepkin Pieper. Ich habe die Vermutung, dass wir die jetzt auch noch rausziehen. Ich frage mich übrigens, warum die so mehr Full Art ist. Obwohl es eine Upgrade-Karte ist. Die anderen haben alle so einen Rand drumherum oben noch. Wurde das vergessen bei der Karte? Oder ist die einfach besonders? So. Shisui Mishiru. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Karten haltet. Ich würde sie, glaube ich, persönlich nicht sammeln. Zumindest diese Pre-Debüt-Karten nicht. Und, ui, wir haben noch eine glänzende Karte hier drin. Guck mal, eine Holo. Cool. Tenma Miami. Tenma Miami. Haben wir die gezogen? Nee. Dafür haben wir kein Upgrade gekriegt. Das erste Mal, dass wir hier eine Persona-Karte ziehen, die auch glänzt. Guck mal, das ist ein richtiger Spiegel, diese Karte. Wow. Also, ja, ich weiß nicht. Gefällt euch der Holo-Effekt? Ich glaube, der ist ziemlich anfällig für Fingerabdrücke. Und ich hoffe, das ist, ja, halt ein Test, ne? Ich hoffe, das ist ein Test und dass die eigentlichen Holo-Effekte ein bisschen cooler werden. Das ist ja einfach nur glänzende Folie, ne? Reiner Spiegel quasi, der das Ganze auch sehr dunkel macht, finde ich. Hebt natürlich den Charakter jetzt so ein bisschen hervor. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich finde, die Artworks an sich finde ich gut gelungen. Das will ich nicht in Frage stellen. Das ist bestimmt für viele Leute was. Ja, guckt euch das an. Aber der Holo-Effekt kann sich auf jeden Fall noch bessern. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die tatsächlichen Karten am Ende aussehen werden. Das war mal ein Blick in die Prä-Debüt-Karten, ja, die ich hier zugeschickt bekommen habe. Guckt es euch an. Wie gefallen euch die Artworks? Habt ihr das vielleicht sogar auch unterstützt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Andi von Collect & Trade. Und ciao.